Christus Fürsprecher, Sündenvergebung, Bejahen des Erlösungswerkes. Bekennet eure Schuld dem himmlischen Vater, auf dass er euch davon befreie. Es gibt kein Gesetz, das die Liebe Gottes in Frage stellen könnte. Es gibt nichts, das unerfüllbar wäre von Seiten des Menschen, was Gott von ihm verlangt. So euch also Schuld drückt und ihr von dieser befreit werden möchtet, braucht sich nur euer ganzer Wille zum Vater wenden und ihr euch ihm und seiner Gnade empfehlen. Und er wird alle Schuld von euch nehmen, so es euer inniger Wunsch ist, davon befreit zu werden. Denn ihr habt einen gewaltigen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus, der ja aus Liebe zu euch eure Sündenschuld auf sich nahm und dafür gestorben ist. Ihr braucht nur diese seine Liebe und seine Fürsprache zu erbitten, euch also bewusst in den Kreis derer zu stellen, für die der Heiland gestorben ist. Und ihr werdet der Gnaden des Erlösungswerkes teilhaftig werden. Ihr werdet frei werden von aller Schuld um Jesu Willen. Nur muss euer Wille tätig geworden sein. Ihr müsst die Sünde selbst als eine Last empfinden, von der ihr frei zu werden wünschet. Ihr müsst sie verabscheuen, und der Wunsch nach Befreiung muss so heftig in euch sein, dass ihr eben die göttliche Liebe und Gnade des Heilands in Anspruch nehmet und euch erlösen lasset von aller Schuld. Dieser Wille ist ein Bejahen, ein Anerkennen des Erlösungswerkes. Ihr steht also dann im Glauben an Jesus Christus, den Erlöser der Welt. Ihr wendet euch ihm zu und von dem Urheber der Sünde ab. Ihr erkennet somit das Unrecht, das ihr getan habt. Und das Schuldigfühlen lässt euch demütig werden. Es lässt euch bitten um Erbarmen. Ihr stellt die Verbindung her zum himmlischen Vater in der Erkenntnis, dass ihr wider ihn gesündigt habt, dass ihr seine Gebote nicht beachtet und also auch nicht erfüllt habt. Ihr empfindet dies als Unrecht. Ihr seid nicht mehr überheblich oder euch eures Wertes bewusst, sondern demütig bittet ihr den Vater um seine Gnade und Barmherzigkeit. Und er höret euer Gebet um seines Sohnes willen. Er nimmt das Sühneopfer an, das ihm Jesus durch seinen Tod am Kreuze für euch und eure Sünden dargebracht hat. Und also hat er euch erlöst von allen Sünden. Amen.